Heute vor zwei Wochen hat ein staatenloser Palästinenser in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt mit einem Messer ein junges Paar erstochen. Die beiden waren erst 17 und 19 Jahre alt. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Trotzdem war er wenige Tage vorher aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig war. Herr Wiese, diese Tat hätte verhindert werden können. Ich glaube, so viel steht fest inzwischen. Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Es ist ein fürchterliches Verbrechen, was wir hier in Brokstedt im Zug gesehen haben. Ein junges Paar ist aus dem Leben gerissen worden, das vielleicht vieles noch vorhatte, gemeinsam vorhatte. Die Ermittlungen laufen jetzt momentan, die Aufarbeitungen laufen. Es sind Fragen momentan zu stellen, Fragen zu stellen in die Bundesländer nach Nordrhein-Westfalen. Wir wissen, dass der Täter eine lange Strafakte gehabt hat. Wir wissen, dass nach jetzigem Stand der Austausch zwischen den Behörden auch nicht funktioniert hat. Die Information über die Untersuchungshaft ist nicht weitergegeben. Ich glaube, hier müssen Verbesserungen im behördlichen Austausch erfolgen. Aber wir müssen auch genau hinschauen, dass wir hier jemand hatten mit einem subsidiären Schutzstatus. Und derjenige muss auch immer wieder eine Überprüfung nach sich ziehen. Ist dieser Schutzstatus überhaupt noch gerechtfertigt? Das ist ein Punkt, wo wir auch, glaube ich, nachjustieren müssen. Aber nochmal, und das will ich auch sagen, wir werden nicht jede Einzeltat verhindern können. Wir müssen jetzt genau schauen, was hier verbessert werden muss. Aber trotzdem, zwei Menschen sind aus dem Leben gerissen worden. Und darum muss es vernünftig aufgearbeitet werden, damit es eingegrenzt werden kann. Sie sprechen die Aufarbeitung an. Heute kommt in Schleswig-Holstein der Innen- und Rechtsausschuss zusammen, einmal mehr, um diese Aufarbeitung voranzutreiben. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.